Die Gesundheitsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Sabine Betzing-Lichtenthaler, besuchte gestern das Gesundheitsamt Landau südliche Weinstraße und informierte sich über die aktuelle Lage rund um das Coronavirus. Mir ist es einfach ein Herzensanliegen, hier vor Ort zu sein. Und ich bin derzeit mit meinem Staatssekretär in Rheinland-Pfalz unterwegs und besuche 10 unserer 24 Gesundheitsämter, um dreierlei zu erreichen. Zum einen, um mal so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Wir sind jetzt auch schon einige Wochen in der Corona-Krise mit Work in Progress, mit Try and Error, mit vielen dynamischen Entwicklungen und Herausforderungen. Sie haben es gesagt, Herr Landrat, vor denen wir alle standen und die für uns alle neu waren. Und deswegen ist es auch einmal eine Gelegenheit, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Wo stehen wir eigentlich jetzt? Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, wir haben gerade so eine Reiseflughöhe. Ja, und können jetzt in dieser Zeit einfach auch mal schauen, was war am Anfang, wie haben wir uns entwickelt. Und der Besuch hat das zweite Ziel, um zu schauen, auch den Blick in die Zukunft, vor welchen neuen Herausforderungen stehen wir denn jetzt. Wir haben Infektionszahlen, die Gott sei Dank sehr niedrig sind. Heute ist die Reproduktionsrate für Rheinland-Pfalz mit 0,56 bemessen worden. Sie wissen, alles, was kleiner ist als 1, bedeutet eine absinkende Kurve, das ist sehr gut. Deutschlandweit liegen wir bei 0,7, auch das ist ein guter Wert. Aber damit bedingt sind natürlich dann auch wieder neue Lockerungen. Gerade eben wurden die ja auch in Berlin von der Kanzlerin mit den Regierungschefs und Regierungschefin der Länder beschlossen. Und mit neuen Lockerungen ist halt auch immer das Risiko verbunden, dass es nochmal zu Infektionssteigerungen kommt. Und auch die Frage, wie gehen wir dann damit um? Von daher sind das sicherlich Herausforderungen, die auf uns zukommen. Darüber wollten wir auch sprechen, haben dies auch getan. Und der dritte Punkt, und das habe ich vorhin schon gesagt, vor allen Dingen bin ich auch hier, um Dankeschön zu sagen. Ein Dankeschön zu sagen für das, was hier wirklich seit Wochen geleistet wird. Jetzt ist es so, ich habe das gerade eben erwähnt, die Zahlen sind gut. Jetzt könnte man meinen, ach, dann wird jetzt alles gut und wir haben die Epidemie überstanden. Nein, dem ist nicht so. Wir sind noch mittendrin in der Epidemie. Und von daher ist es uns auch als Ministerium wichtig, den Gesundheitsämtern Unterstützung anzubieten. Die haben wir zum einen von Anfang an in dieser Krise gewährleistet, indem wir wirklich 24 Stunden Erreichbarkeit gewährleistet haben, damit wir in der Herausforderung auch begleiten können. Die war uns aber auch wichtig, dass wir gesagt haben, wir unterstützen auch mit pensionierten Ärztinnen und Ärzten, mit Ärztinnen und Ärzten aus dem MDK. Ich habe mich sehr gefreut, gerade eben auch zu sehen, dass sie hier gut in den Einsatz kommen, um auch personelle Unterstützung zu leisten. Und in dem Zusammenhang, das sind freiwillige Helferinnen und Helfer, die hier eingesetzt werden, freue ich mich, dem Landrat auch eine finanzielle Unterstützung überreichen zu dürfen für die freiwilligen Helferinnen und Helfer. Es gibt eine einmalige Sonderzahlung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 157.510 Euro, die ich Ihnen hierfür für diese wichtige Aufgabe überreichen darf und sage herzlichen Dank, dass Sie das einsetzen. Wenn es darum geht, dann missachte ich auch das Abstand. Ja. Okay, danke. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich will ausdrücklich auch die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen an das Gesundheitsamt, an das Team des Gesundheitsamts, an die Kollegen der Kreisverwaltung. Sie wissen, Frau Ministerin, die Städte, die kreisfreien Städte haben durchaus kritisch begleitet die Zuordnung der Aufgaben für unsere Städte an die Kreisverwaltung und über die Gesundheitsämter. Aber ich muss ausdrücklich sagen, das hat bei uns hier hervorragend funktioniert. Es hat sich sehr schnell das Bewusstsein auch wirklich verinnerlicht, dass es eine Zuständigkeit gibt, nicht nur für den Landkreis, sondern auch für das Gebiet der kreisfreien Stadt. Und wir haben, glaube ich, auch mit dem gemeinsamen Stab prägend auch in unsere Verwaltungen hinein gearbeitet, dass es da ein Zusammenwirken gibt, das sich nahtlos anschließt an unsere bisherige schon gute interkommunale Zusammenarbeit. Und ich nutze diesen Kreis auch gerne, Frau Schall-Ihren und Ihrem Team, Ihnen und Ihrem Team, das ausdrücklich nochmal an dieser Stelle zu sagen. Vielen Dank für das gute Miteinander. Wir haben die erste Strecke hinter uns. Was noch vorliegt und was noch kommt, wissen wir nicht. Aber wir fühlen uns gut gerüstet aus den Erfahrungen heraus, die wir gemacht haben. Auch mit der finanziellen Unterstützung haben wir viele Ideen, wie wir sie einsetzen können und bedanken uns sehr. Und ja, wir hoffen einfach, dass es gut ausgeht. In einem Jahr etwa, denke ich, können wir sagen, wie es am Ende ausschaut. Ja.